Mein Name ist Caroline Busch. Ich arbeite in Düsseldorf als Heilpraktikerin für Psychotherapie und Visualisierungscoach und ich arbeite vorrangig mit Kindern, aber auch mit Jugendlichen und bald auch immer mehr mit Erwachsenen. Also ich bin selber viel mit Bildern unterwegs, auch innere Bilder. Ich male gerne, ich kann mir Dinge gut merken in Bildern und brauche auch Dinge manchmal visualisiert, um es zu verstehen. Deswegen bin ich da sowieso sehr nah dran. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, ah, es hört sich so gut an. Also ich hatte auch das Gefühl, das passt zu mir. Und je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, da habe ich gedacht, nee, ich muss es machen. Und das war auch zu 1000% die richtige Entscheidung. Ja. Wenn die Kinder kommen, dann sehe ich das Kind. Also, wer bist du? Ne? Und da gucke ich jetzt nicht nur, wie sieht das Kind aus, wie wirkt es jetzt hier gerade, sondern ich versuche zu sehen, wer sitzt hier gerade, was bringt das Kind mit. Wenn die Mutter sagt, ach, kann irgendwie nicht im eigenen Bett schlafen und Essen ist auch so ein bisschen schwierig und zur Schule geht so. Und ich frage das Kind aber, was ist denn bei dir aktuell? Also was beschäftigt dich? Und dann kommt vielleicht, ich habe Angst im Dunkeln. Und dann löst sich vielleicht, dass es ist, ich habe Angst im Dunkeln, deswegen möchte ich nicht in meinem Zimmer schlafen. Ich bin so müde, weil ich vielleicht auch trotzdem nachts manchmal Angst habe oder wach werde. Deswegen bin ich müde und kann mich in der Schule nicht konzentrieren. Es zieht sich durch den Tag und vielleicht verunsichert mich es auch einfach generell. Und wenn wir dann aber dahin kommen und ich auf das Kind höre und sage, ich nehme deine Angst vor der Dunkelheit und nicht, warum schläfst du denn nicht in deinem eigenen Bett, dann kann ich viel besser das Kind erreichen und vielleicht sind es die anderen Themen auch, aber das Erste, was wir anschauen, ist das, was das Kind beschäftigt. Und manchmal liegen auch Themen drunter, die wir gar nicht ansprechen am Anfang oder die Familie nicht anspricht. Und dann merken wir, da ist eigentlich noch was ganz anderes, was man gar nicht so gesehen hat, weil es aus dem Unterbewusstsein kommt. Der Mut sieht für mich aus wie ein leuchtender Stern. Und wenn die das dann sehen und die lachen und die grinsen und die wackeln dann vielleicht noch dabei oder es kribbelt irgendwo oder so, dann sehe ich, dass die diesen Stern gerade bei sich einsetzen sozusagen, dass der einen Platz gefunden hat. Und wenn die dann hier rausgehen, dann sieht man den Kindern an, die gehen mit ihrem Stern und nicht mit dieser Angst, sondern die gehen mit dem schönen Gefühl, was sie gefunden haben und was auch für sie so wichtig ist, weil sie das ja auch finden. Ich sage ja nicht, hier ist der goldene Stern, sondern sie sagen, es sieht für mich aus wie ein leuchtender Stern. Und das ist das Wichtige, dass sie mit ihrem Bild gehen. Ne, deswegen, auch da begleite ich nur. Ich gebe das nicht vor. Also ich gebe Ideen, aber letztendlich findet das Kind, was für es passend ist, ne? Und was richtig ist. Und ich sehe auch, ob die mir Geschichten erzählen. Ich sehe, ist das gerade dein Impuls und erzählst du mir, was aus dir kommt oder ist es gerade ausgedacht? Das merke ich schon den Unterschied. Und wenn ich aber merke, das ist gerade echt und das ist so schnell und so konkret und so, das können sich auch die Kinder in einer Millisekunde nicht ausdenken, das ist einfach da, dann sind das auch die Dinge, wo ich weiß, das verändert sich gerade. Ja, meine Mali, die ist immer mit dabei. Die gehört hierzu. Die Kinder kennen sie, die Kinder fragen nach ihr. Kinder, die neu ankommen und erstmal sagen, großer Hund. Ich sag mal 2 Minuten maximal, dann ist das Eis gebrochen. Sie merkt auch, sie ist sehr ruhig in den Sitzungen, aber unterstützt auch, wenn es notwendig ist, wenn die Kinder so ein bisschen Support brauchen. Die liegt sehr gerne bei den Kindern, wenn wir die Visualisierung machen und die Kinder legen sich dafür hin, wenn sie das möchten. Dann, und natürlich, wenn es für die Kinder okay ist, dann ist, ich sag mal, so ein Drittel des Platzes ist dann mit Mali bedeckt. Ja, ich freue mich auch, dass sie da ist und mich hier so ein bisschen unterstützt. Es sind ja diese kleinen Stoffechsen, mit denen arbeite ich hier. Und die sind natürlich kuschelig, die sind süß, die sind klein, die kann man überall mit hinnehmen. Manche Kinder nehmen die mit in die Schule als kleinen Mutmacher. Ich hatte ein Mädchen da, die hat gesagt, wir hatten eine Sitzung und sie hat gesagt, die Echse musste mit ins Krankenhaus auch, weil sie irgendwas, ich weiß nicht schlimm, aber die Echse musste dann mitkommen, weil es ihr ein gutes Gefühl gegeben hat, weil es ihr Sicherheit gegeben hat. Und wenn wir, je nachdem, was wir machen, manche Kinder bauen Schutzanzüge zum Beispiel, ne, die visualisieren einen Schutzanzug und ein Junge, der hatte dann noch ein kleines Extra an diesem Schutzanzug und ich glaube, es war irgendwie auf jeden Fall ein goldenes Armband jedenfalls. Und
Ich habe dann gesagt, okay, dann mach doch mal zu Hause, mach dir das Armband, ne, für deinen Schutzanzug als kleine Erinnerung. Und dann habe ich ein Bild bekommen, wo auch die Echse ein kleines, kleines goldenes Armband hatte. Und das sind dann Momente, wo ich denke, da kann man dran sehen, wie viel diese kleine Echse, dieses Bild den Kindern tatsächlich bedeutet. Und es freut mich immer sehr. Oder wenn Häuser für die Echsen gebaut werden. Also das, ich frage immer, wo wohnt die Echse denn bei dir? Was hat die für ein Zimmer? Was gibt's da? Hat die ein Bett? Manche haben einen Kühlschrank, eine Echse, die war grün. Da war auch das ganze Zimmer grün, der Kühlschrank grün, alles, was drin war, grün. Und genau, dann werden zu Hause halt entsprechend Häuschen gebaut, wo ja, die Echsen sich wohlfühlen können. Manche haben Platz im Bett und kriegen Anziehsachen, also das alles dabei. Also die Verbindung das kann schon eine sehr schöne Verbindung aufgebaut werden zwischen diesem Bild, wo das Kind auch immer wieder zurückgehen kann, um in das gute Gefühl zu gehen. Ja, alleine sein, also Angst zu haben, wenn zum Beispiel Mama nicht im Raum ist. Und eigentlich ist sie im Haus, aber sie ist nicht sichtbar, sie ist in einem anderen Zimmer. Und dann haben wir geguckt, wann reagiert die Echse denn eigentlich? Ist es, wenn Mama noch in Sicht ist? Ist es, wenn sie gerade rausgeht? Ist es, wenn ich schon höre, ich muss gleich mal kurz in den Keller gehen? Also ab wann wird sozusagen unser System, oder das System des Kindes, die Echse, unruhig? Und da kriegen wir schon mal wichtige Informationen. Und zum Beispiel bei dem Kind war es dann so, dass wir geguckt haben oder der Echse erklärt haben, ist das denn für dich wirklich gefährlich, wenn Mama in den Keller geht? Und hat das Kind gesagt, oder die Echse hat dann, ne, in der Visualisierung geantwortet, nein, das ist für mich jetzt erstmal nicht gefährlich, weil es passiert ja nichts. Und dann war es schon so, dass das Kind zu Hause immer mehr zulassen, akzeptieren konnte, dass die Mama mal nicht in Sichtweite ist. Und das sind natürlich Momente, wo man dann merkt, es kommt Ruhe rein. Durch dieses Tool, und das ist sehr schön. Also, ich habe jetzt so viel über die Echsen gesprochen, da möchte ich euch auch noch meine zeigen. Und sie hat eine kleine Besonderheit, also die habe ich übrigens von Sonja. Denn ich habe auch natürlich eine Mind-TV-Sitzung gemacht und da habe ich meine kleine blaue Echse kennengelernt. Und ich habe sie nach Hause gebracht und Mali fand sie auch ganz spannend. Und jetzt hat sie keine Zunge mehr und ihr fehlt ein Finger. Und wenn die Kinder ihre Echse kennenlernen, dann sagen die, hast du auch eine? Dann sage ich, die ist blau und die hat eine Zunge weniger und einen Finger weniger. Und dann sagen die immer, ehrlich? Und dann sind sie immer ganz, kichern sie und finden das aber gut, weil sie dann, glaube ich, wissen, okay, die hat auch eine Echse. Na gut, dann gucke ich mir meine auch mal an. Ja, das vielleicht dazu. Da kann ich gerade heulen. Nee, das Schönste ist, wenn ich merke, wie die inneren Bilder in den Kindern entstehen. Die entstehen ja nur dadurch, dass sie Verbindungen zu sich gerade aufnehmen. Und ein Junge hat mal gesagt, ich habe nicht danach gefragt, aber er hat dann irgendwie, nachdem wir fast fertig waren, hat er gesagt, er wirkte so erleichtert und dann hat er nochmal die Augen zugemacht und hat gesagt, jetzt ist mein Herz aus Gold. Und das war so süß, weil ich habe, wie gesagt, nicht danach gefragt und es war so sein Impuls und dass er das für sich auch wahrnehmen konnte und diese Farbe, das, ich sag mal, Material oder was, das sagt so viel aus und dass es auch sein Herz war. Das sind einfach so schöne Momente und ich bin dankbar, dass ich den Weg bis hierhin gegangen bin, dass ich gute, schöne Tools habe, wie zum Beispiel MindTV, die mir dabei helfen. Aber dass ich das einfach mit den Kindern erleben kann, weil ich weiß, dass es was Positives oder dass sie was sehr, sehr Wertvolles mit in die Zukunft für sich nehmen können.